Es ist 19.30 Uhr und ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem zweiten Livestream der Buchreihe Digitale Bildkulturen. Und zwar ganz besonders auch im Namen des Verlags Klaus Wagenbach, der den heutigen Abend organisiert hat. Mein Name ist Anne-Kathrin Kuruth, ich bin Kultur- und Medienwissenschaftlerin und Mitherausgeberin von Digitale Bildkulturen. Unsere Buchreihe beschäftigt sich, es könnte eigentlich kaum aktueller sein, mit verschiedenen Bildphänomenen digitaler Kultur. Denn ja, selbst wenn Sie bislang weniger über das Netz kommuniziert haben, spätestens seit Corona, also seit Videokonferenzprogrammen, mit denen man beruflich in Verbindung bleibt oder natürlich auch vor allem mit sozialen Netzwerken, mit denen wir unser Privatleben lebendig halten, dürften ja Sie nun bemerkt haben, dass unsere Kommunikation insgesamt zunehmend von Bildern oder eben auch bewegten Bildern dominiert wird. Die dadurch entstandenen neuen Formate, Strategien, Rezeptionsweisen und vieles mehr sind Thema unserer Buchreihe. Zum Beispiel habe ich mal ein paar Exemplare mitgebracht. Selfies, Netzfeminismus, Bildproteste, Screenshots, Modebilder und, um zum heutigen Thema überzuleiten, Hassbilder. Heute Abend haben wir den Autor unseres neuen Bandes zu Gast, Daniel Hornhoff. Daniel Hornhoff ist Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule und Universität Kassel. Er hat Bücher veröffentlicht zur Bildwissenschaft, zur Kulturgeschichte der Schwangerschaft oder zum Theoriedesign. Also Sie sehen schon, ja, seine Themen sind sehr vielfältig. Und seit einiger Zeit beschäftigt er sich zudem mit der Kultur, dem Bildprogramm oder ja, in deinen Worten, Daniel, dem Design der neuen Rechten. Sein neuestes Buch, was durchaus eben auch einige Aspekte davon aufgreift, ist in unserer Reihe erschienen und trägt den einschlägigen Titel Hassbilder, Gewalt posten, Erniedrigung liken, Feindschaft teilen. Interviewt wird Daniel Hornhoff von Wolfgang Ulrich. Er ist ebenfalls Mitherausgeber der Reihe Digitale Bildkulturen, in der er zuletzt auch ein Band über Selfies veröffentlicht hat. Wolfgang Ulrich ist langjähriger Autor bei Klaus Wagenbach und hat dort zahlreiche Bücher publiziert, zum Beispiel, um nur einen kleinen Einblick in die Themen zu geben, zur Geschichte der Unschärfe oder Tiefer hängen über den Umgang mit der Kunst oder Alles nur Konsum oder Siegerkunst, neuer Adel, teure Lust. Doch kurz bevor es losgeht, will ich noch einen Hinweis machen. Sie haben heute Abend, also in der nächsten halben Stunde, auch die Möglichkeit mitzudiskutieren. Und dazu müssen Sie eigentlich nur einen Kommentar hinterlassen, entweder hier auf Facebook oder je nachdem, wo Sie sind, auch im Zoom-Chat. Und ich werde Sie dann entweder zwischenzeitlich oder eben am Ende durchstellen zu unseren Rednern und Sie teilhaben lassen an dem Gespräch. Jetzt übergebe ich aber erstmal an euch beide, lieber Daniel und lieber Wolfgang, und ziehe mich dabei zurück. Ja, vielen Dank, liebe Anne-Kathrin, für die Anmoderation und auch von meiner Seite natürlich allen, die zuschauen, zuhören, einen ganz schönen Abend. Du hast gerade schon den Untertitel genannt, des Buches von Daniel Hornhoff, den ich natürlich auch ganz herzlich hier begrüße. Hallo. Und das könnte vielleicht ein ganz guter Einstieg sein, auch für unser kleines Gespräch über dieses Buch. Ich wiederhole es nochmal, kein ganz kurzer Untertitel. Gewalt posten, Erniedrigung liken, Feindschaft teilen. Man könnte fast sagen, es ist so eine Versammlung hässlicher Kulturtechniken, die hier benannt sind. Und vielleicht mal die erste Frage an Daniel Hornhoff, was für ein Spektrum hier angesprochen ist, ob und wie sich diese verschiedenen Techniken vielleicht auch unterscheiden, was man daraus vielleicht auch schon so generell sagen kann zum Thema Hassbilder. Ja, danke schön auch nochmal von meiner Seite. Einen schönen guten Abend an Anne-Kathrin, an Sie. Und natürlich auch an alle, die uns jetzt zuschauen, auch nochmal ein Dankeschön an Sie als Herausgeberteam und auch an den Verlag, dass dieses Format überhaupt zustande gekommen ist. Zu Ihrer Frage, ja, der Untertitel ist nicht ganz kurz und ich habe eigentlich versucht, in diesen drei Aspekten quasi die Elemente zu vereinen, die mir auch wichtig waren, um Hassbilder beschreiben zu können. Also die Hasspostings und die damit zusammenhängenden Hassbilder, die ich mir angeschaut habe, waren für mich eigentlich Gewaltakte.
Und da knüpfe ich so ein bisschen an das, was Judith Butler mal herausgearbeitet hat über die Formen des Hate Speech. Also dass sozusagen eine Gewaltäußerung in dem Sinne auch immer einen Gewaltakt bedeuten kann. Und sozusagen in dem Kontext habe ich die Bilder eben auch dann interpretiert und versucht zu besprechen. Es sind aber auch Bilder, die dazu einladen, sich quasi an einer solchen Gewaltform zu beteiligen, die also immer auch darauf angelegt sind, dass sich andere an dieser Gewaltäußerung, in diese Gewaltäußerung einschreiben, an ihr mitwirken, sie also liken und insofern auch ja, diese Gewaltform als eine möglichst sinnstiftende und attraktive Tätigkeit präsentiert wird. Das finde ich, darf man nicht vergessen, wenn man über solche Gewaltpostings und jetzt in diesem spezifischen Fall über Gewaltbilder spricht. Und eben Feindschaft teilen. Es geht um das Errichten von Feindesbildern, gegen die man sich wenden kann. Die Feindesbilder können sozusagen kollektiver Natur sein, es können Personengruppen sein, es können eben aber auch einzelne Personen sein. Und jeweils will man sich eben als Userin oder User oder im Idealfall aus Sicht solcher Postings aus einem Kollektiv heraus gegen diese Feindschaften wenden und ja, in diesem Sinne digitale Gewalt äußern und sozusagen gegen diese Feindschaften dann auch vorzugehen. Nee, damit ist schon mal sehr schön deutlich geworden, diese auch Vielschichtigkeit, Komplexität des Phänomens. Jetzt könnte natürlich durch so einen Untertitel auch der Eindruck entstehen, dass es hier um Phänomene geht, die überhaupt erst durch die Digitalisierung, durch die sozialen Medien entstanden sind. Liken kann man noch nicht so lange etwas. Würden Sie das auch so sagen, dass das jetzt hier tatsächlich, wenn man eine Kulturgeschichte des Hasses schreiben würde, da ein ganz großer Einschnitt ab ungefähr 2008 zu machen wäre in dieser Geschichte? Oder sind das doch eher nur ja, andere Symptome, andere Äußerungsformen, aber doch nicht so was grundsätzlich Neues, was hier passiert? Wie schätzen Sie das ein? Also ich würde so Ihrer zweiten Diagnose eher zustimmen. Ich habe dieses Buch ganz und gar nicht aus einer kulturkritischen oder kulturpessimistischen Perspektive geschrieben. Es soll nicht darlegen, dass jetzt irgendwie durch die sozialen Medien mehr Gewalt in die Welt gekommen wäre. Auch geht es mir nicht darum, dass die sozialen Medien jetzt ursächlich dafür verantwortlich sind, dass das Schlechte, das Bösartige und so weiter in den Menschen freigesetzt wird. Im Gegenteil, ich versuche eigentlich zu zeigen, dass ich mit diesen Kommunikationsformen des Hasses und insbesondere eben der Hassbilder immer auch bestimmte Traditionen weitergeführt werden, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber es werden Muster tradiert. Mhm. Und insofern geht es mir jetzt gar nicht darum, sozusagen aus einer kulturpessimistischen Perspektive so diese alte Narration der sozusagen das Schlechte heraufbefördernden sozialen Medien weiterzuschreiben, sondern ich möchte eigentlich Techniken der Kommunikation anschauen, die an frühere Formen von Hassäußerung, von Erniedrigung, von Abwertung gegenüber Menschen schon mal sichtbar wurden. Weil zu dem Begriff Techniken der Kommunikation kommen wir später nochmal, weil das wir jetzt am Anfang nochmal eher versuchen, ein bisschen genauer zu fassen, überhaupt Hassbilder sind. Das ist ja ein Begriff, der sehr weit ist, der vielleicht auch sehr schwer erstmal ist abzugrenzen. Also fällt mir auch immer wieder auf in Texten über jetzt gerade diese Phänomene in sozialen Medien, die einen sprechen von Protestbildern, die anderen von Schmähbildern, die anderen von Hetzbildern. Es sei denn, man hat den Eindruck, das geht alles ineinander über oder ist irgendwie dasselbe. Sie machen ja schon den Versuch, hier auch ein paar klare Grenzen zu ziehen und zum Beispiel jetzt Hassbilder, Hetzbilder deutlich voneinander zu unterscheiden oder auch Hassbilder und Protestbilder, da eine Differenz rauszuarbeiten. Und das finde ich so sehr, sehr wichtig und deshalb ist auch ganz gerne nochmal mit Ihnen besprechen, diese Unterscheidungen. Also wann ist ein Bild ein Hetzbild, wann ist es ein Hassbild und weil gleich die Anschlussfrage, kann dasselbe Bild vielleicht auch beides sein?
Beginnen wir vielleicht mit der Anschlussfrage. Ja, ein und dasselbe Bild kann auch für eine andere Funktion stehen. Weil die Bilder, die ich in meinem Buch bespreche, quasi nicht essentialistisch ausdeute. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Bedeutung selbst in den Bildern steckt, sondern dass sie durch den Kontext produziert wird. Und deswegen habe ich auch immer versucht, quasi die Bilder in ihrem Kommunikationsverlauf mir anzuschauen. Also zu schauen, worauf reagieren sie, auf welche Posts wird sozusagen der Post veröffentlicht, in dem dann dieses sogenannte Hassbild stattfindet und welche Reaktionen folgen wiederum aus ihm. Mhm. Das heißt, ein Bild wird zu einem Hassbild, wenn es in einem Hassposting auftaucht. Und sozusagen die Kriterien für ein Hassposting haben wir schon eigentlich zu Beginn besprochen, die eben auch für solch ein Bild anlegen. Und man kann es vielleicht aber doch nochmal unterscheiden, etwa jetzt von Protestbildern oder Hetzbildern. Ein Protestbild ist für mich ein Bild in den sozialen Medien, das eigentlich nicht aus einer Position der Stärke oder der vermuteten, der angenommenen Stärke heraus gepostet wird, sondern eher zum Empowerment eingesetzt wird, also zur Befähigung, ein politisches Engagement auf Mitstreiterinnen und Mitstreiter auszuweiten. Nur kann man gesagt, wir haben ja in unserer Reihe den Band von Kerstin Schankweiler über Protestbilder, wo ja sehr deutlich wird, wie jetzt gerade auch Bewegungen, soziale Bewegungen, Widerstandsbewegungen, Bewegungen, die sich gegen Regimes, gegen Ungerechtigkeiten wehren, mit diesen Mitteln arbeiten. Also es wäre so ein Protest von unten nach oben, das ist das Protestbild. Ein Hassbild, würden Sie sagen, ist nicht von unten nach oben. Im Gegenteil, ein Hassbild argumentiert, wenn man so will, im Zusammenhang mit einem Hassposting aus einer vermuteten Position der Stärke. Die muss natürlich nicht gegeben sein, aber die wird angenommen. Und sozusagen gegenüber Hetzbildern würde ich ein Hassbild insofern nochmal abgrenzen, als es bei Hassbildern nicht vordringlich darum geht, sozusagen eine Gewalt gegenüber Personen oder Personengruppen zu kollektivieren, wohingegen bei einem Hetzbild es ganz unbedingt darum geht, andere in der Gewalt gegenüber Personen zu beteiligen. Also besonders mit dem eigenen Bild dafür zu sorgen, dass es immer mehr Unterstützerinnen und Unterstützer für das eigene Vorbringen gibt. Also ein Hetzbild hat noch viel stärker eine propagandistische Intention. Und noch stärker eine, in dem Sinne auch aktivierende Funktion, als es bei den Beispielen, die ich jetzt eben unter dem Begriff der Hassbilderphase zu beobachten ist. Weil so eine Unterscheidung, die jetzt in Ihrem Buch gar nicht so groß eine Rolle spielt, aber die mich immer wieder beschäftigt, ist auch jetzt ausgehend von dem, was Sie gerade gesagt haben, wo könnte man jetzt eigentlich Karikaturen verorten? Also jetzt, ich meine jetzt natürlich nicht Karikaturen in der gesamten Breite des Phänomens, sondern zum Beispiel auch politische Karikaturen, die sind ja sehr oft schon eher auch wieder von unten nach oben gerichtet, also ist Kritik an Mächtigen, an Machtmissbrauch. Andererseits aber arbeiten sie ja oft schon mit sehr starken bildrhetorischen Mitteln, die dann doch wieder fast so die Grenze zu dem überschreiten, was man auch kennt, eben von expliziten Hass- oder sogar Hetzbildern. Also wenn wir ein bisschen aktuell gerade mal bleiben wollen, in den letzten Wochen ist ja wieder zu einer globalen Hassfigur geworden, etwa Bill Gates, und dem man irgendeine Verwicklung in Corona unterstellt oder irgendwelche bösen Absichten. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Bildern, die einzelne dieser Vorwürfe auch thematisieren. Und wir haben auch eines vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man das mal einblenden kann. Und da wäre jetzt für mich die Frage, ist das noch eine Karikatur? Ist das schon ein Hassbild? Was könnten hier die Kriterien sein? Also wir sehen die Biografie von Bill Gates, dass sie was schon fast als Nerd auf die Welt kommt, aber auch da schon seine Umwelt nervt mit Gerüchen und mit Lärm und dann so seinen Aufstieg erlebt und reicher wird und jetzt offensichtlich
hier seine Macht nutzt, um ja, so wie eine Teufelsfigur hier die Gentech zu forcieren, das Gesundheitswesen zu tyrannisieren, Zwangsimpfungen einzuführen. Also hier jetzt so als sehr aggressive Figur mit Teufelskrallen gezeigt wird. Ja, ist das jetzt so, wehrt sich da noch jemand gegen einen Mächtigen oder ist da für Sie die Grenze zum Hassbild bei so einer Karikatur eigentlich schon überschritten? Wie würden Sie das bewerten? Ich glaube, so ein Bild kann man auch nicht aus seinem Kontext freischneiden. Und der Kontext dieses Bildes ist die Karikaturkarriere seines Urhebers, Ben Garrison, der sich im Grunde seit Jahren schon den zweifelhaften Verdienst gemacht hat, zum Karikaturprotagonisten der amerikanischen Alt-Right-Bewegung zu werden. Das heißt, so ein Bild steht sozusagen in einem ganz spezifischen Rezeptionskontext und wird auch für einen spezifischen Rezeptionskontext entworfen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich interessant, mit welchen stilistischen Techniken und Merkmalen er arbeitet. Gerade wenn man die jetzt auch von ihm beschriebene letzte, also die heutige Figur, sich anschaut, sind das ja Merkmale, die man durchaus sozusagen aus antisemitischen Karikaturen kennt. Die Wandlung des Menschen zu einem tierischen und irgendwie grausamen Wesen, das sozusagen auch in seiner evolutionären Entwicklung zwangsläufig zu diesem Wesen werden musste, weil er sozusagen einem Ausbeutungsinteresse und Manipulationsinteresse folgt. Da kommen Dinge zusammen, die im Grunde genommen als ästhetische Merkmale in einer ganz bestimmten politischen Richtung gesetzt sind. Und insofern würde ich eben dieses Bild nicht mehr als eine Karikatur von unten beschreiben, sondern aus einer wiederum der vermuteten kulturellen, sozialen Überlegenheit, die für sich in Anspruch nimmt, sozusagen hinter der Verschwörung die Wahrheit entdeckt zu haben. Es ist eigentlich ein Bild, das in eine zirkulierende Verschwörungstheorie investiert, sicherlich Mittel der Karikatur aufgreift. Letztlich sind diese Grenzen ja auch nicht klar zu ziehen. Sie sind immer fluide, immer unscharf. Denn auch die Karikatur arbeitet ja mit dem Mittel der Übertreibung, der Überzeichnung und steht somit auch immer in der Gefahr, Stereotypen nicht nur zu unterlaufen und sozusagen karikieren, zu ironisieren und vielleicht zu entlarven, sondern sie auch zu verstärken und damit auch im Bewusstsein festzusetzen. Aber in dem Fall würde ich sagen, gerade dieses Beispiel ist politisch so klar konnotiert, dass es eigentlich schon ein Hassbild und weniger eine Karikatur ist. Weil sie sich mit der Karikatur arbeiten. Da wird nochmal deutlich, was Sie immer wieder ja auch zeigen, wie sehr man den Kontext beachten muss, um überhaupt zu fassen, ob ein Bild jetzt als Hassbild fungiert oder eben als Karikatur oder als Hetzbild, als Testbild. Und dasselbe kann durchaus mal so verwendet werden, wobei natürlich schon diese jetzt in dem Fall rassistischen Stereotype, in anderen Fällen sexistische oder sonstige Stereotype, doch die Sache sehr problematisch machen. Wenn man auch sich den Diskurs über Karikaturen anschaut, stellt man fest, in den letzten Jahren sind die sehr oft auch grundsätzlich als Form kritisiert. Die New York Times hat sich vor 2 Jahren auch entschieden, dass sie gar keine politischen Karikaturen mehr abdrucken, weil sie gemerkt haben, es gibt immer wieder dann die fatale Situation, dass man rekurriert auf welche Stereotype, Klischeebilder, die letztlich eben auch Hass schüren und bestimmte Minderheiten, bestimmte Gruppen hier eben stigmatisieren. Und auch das. Sie haben das ja angesprochen, auch auf diese Kultur, wie Bill Gates eigentlich mit auch antisemitischen Stereotypen in Verbindung gebracht. In dem Buch machen Sie das ja sehr schön deutlich am Beispiel von George Soros, der ja seit Jahren schon auch so eine Hassfigur ist, als
superreicher Milliardär, dem man unterstellt, jetzt hier auch so eine Art von Weltverschwörung zu planen und den man dann eben auch sagen, mit solchen animalischen Formen in Verbindung bringt. Hier jetzt das Motiv der Krake, die sich über den Erdball legt. Und Sie zeigen dann auch sehr gut auf in Ihrem Buch, wie all diese Topoi, solche Bilder, die heute zirkulieren, in Traditionen stehen, wie man also die ganze antisemitische Bildtradition hier sagen, auch nochmal in Erinnerung rufen kann oder wie die bewusst oder unbewusst, oft denke ich schon ganz bewusst, auch, hier nochmal zitiert wird. Zum einen das und ich zeige auch in dem Buch Beispiele, wie sich verfolgte Jüdinnen und Juden versuchen, durch Karikaturen von den Stereotypen zu befreien und versuchen, gegenzusetzen. Und beispielsweise in jüdischen Zeitschriften der späten 20er, frühen 30er Jahre kann man das wunderbar nachvollziehen. Auch sozusagen das Dilemma, in dem die Herausgeberinnen und Herausgeber zu dieser Zeit standen, auf der einen Seite konfrontiert gewesen waren mit massiven, sozusagen immer wieder über physiognomische Merkmale gespielten Stereotypen, die natürlich immer auch mit Gewaltfolgen verbunden waren und dann aber versucht haben, diese Stereotype aufzugreifen und sie nochmals zu überzeichnen, um sozusagen diese Gewalt, die dagegen über den Jüdinnen und Juden ausgeübt wurde, sichtbar zu machen. Und dann gibt es auch Diskussionen in den Redaktionen darüber, ja, dürfen wir das, können wir das überhaupt, gelingt uns überhaupt dieses quasi entlarvende Moment über ein Bild oder verstärken wir nicht nur einfach und wiederholen nicht einfach nur, was uns quasi entgegengebracht wird. Darauf würde ich gleich auch noch sprechen, kommen überhaupt zu der Frage, gibt es so einen Gegenstieg, wie reagiert man jetzt? Wie kann man reagieren, wie wird faktisch reagiert auf so eine aggressive Bildpolitik? Weil noch kurz ausgehend von dem Beispiel, was wir gerade hatten, fällt ja so auf im Vergleich diese Grafik aus dem späten 19. Jahrhundert, sehr sorgfältig gemacht im Detail. Dieses Bild gegen Soros ist mal schnell so hingeklatscht. Ein Foto, irgendein anderes Bild, man sieht, da ist nicht viel Mühe investiert. Die Frage ist, kann so ein Bild überhaupt wirken, wenn es so schnell, so schlampig gemacht ist? Oder verrät uns gerade diese Schnelligkeit, mit der sowas gemacht ist, auch nochmal einiges über diesen Charakter dieser Hassbilder in den sozialen Medien? Das würde ich sagen. Es verrät uns darüber etwas, dass nicht unbedingt ein Bild zu zirkulieren beginnt, dass es nicht das eine Hassbild ist, das sozusagen durch die Postings und durch die verschiedenen Konversationen zirkuliert, sondern dass es Bildmuster sind, die immer wieder wiederholt werden, verstärkt werden, variiert werden, mal anders ausgelegt werden, mal so realisiert werden, aber die immer auch dann mit sozusagen diesem Eindruck der Selbstwirksamkeit verbunden werden. Also ich muss nicht nur ein Bild wiederholen, sondern ich kann selbst irgendwie tätig werden und damit verhärtet sich auch quasi so eine Hasskommunikation, denn sie ist immer sozusagen mit der Möglichkeit verbunden, ihr auch einen individuellen Bestandteil hinzuzufügen. Und das erzeugt auch die Hassdynamik in den sozialen Medien. Es geht nicht nur darum, sozusagen immer nur zu liken, sondern es geht auch darum, sich quasi als sich den Eindruck von Selbstwirksamkeit über das Basteln solcher Bilder und Bildmuster zu verschaffen. Ich halte mich mal kurz ein aus der Kommentarfront, weil ich dachte, das passt jetzt an der Stelle ganz gut. Ihr habt es gerade schon ein bisschen angesprochen, nämlich das Thema der Gegenbilder in Reaktion zu Hassbildern. Und Daniel, du beendest ja im Endeffekt auch dein Buch mit diesen Gegenbildern. Und die Kommentatorin fragt, wie kann man am besten auf Hassbilder reagieren und ihnen entgegenwirken durch Nichtbeachtung, Widersprechen oder, das füge ich jetzt mal hinzu, durch eben Gegenbilder. Und wie können diese aussehen? Und ja, mich würde zusätzlich noch interessieren, also eine Einschätzung von dir einfach, hast du das Gefühl, dass sie genauso wirkungsvoll sind wie die Hassbilder oder dass sie das nicht sind?
Also den ersten Punkt, der vorgeschlagen wurde, also erstmal danke auch für die Frage, die natürlich auch so, finde ich, in ja, das Herz des Buches zielt, nämlich wie ist eigentlich damit umzugehen, wenn so eine ja, ästhetische Gewaltkommunikation breit wird und groß wird. Der erste Punkt, der so in mal angesprochen wurde, das Ignorieren. Ich habe da keine ausdefinierte Meinung dazu. Auf der einen Seite ist sozusagen das Nichtbeachten eine Möglichkeit der Nichtverstärkung, zunächst einmal. Aber es ist auch, aber die Nichtbeachtung steht auch in der Gefahr des Geschehenlassens. Und jetzt wäre ja die weitergehende Frage: Gibt es wirksame Gegenstrategien? Man könnte mal ganz pragmatisch auch sagen, viele der Beispiele, die ich besprochen habe, könnten die Grenzen der Meinungsfreiheit überschreiten. Das müsste man vielleicht noch mal eigens prüfen, ob das noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist, was da jeweils vorgebracht wird, oder ob das nicht schon eine Schmähkritik ist, die dann auch tatsächlich strafrechtlich verfolgt werden könnte. Und da beginnen eigentlich dann auch weiterführende und anknüpfende Fragen, nämlich die zwischen einer juristischen Bewertung und quasi einer bildtheoretischen Analyse solcher Bilder oder einer Gestaltungsanalyse solcher Bilder. Das zum einen. Und zum anderen gibt es natürlich Gegenstrategien, die auch versucht werden, im Netz groß zu machen und stark zu machen, beispielsweise durch Counter-Memes oder Counter-Memes. Das heißt, es werden bestimmte Memes zur Verfügung gestellt, um auf bestimmte Konventionen der Hasskommunikation mit Bildern reagieren zu können. Und das Merkmal dieser Counter-Memes besteht darin, die sozusagen kommunizierte Geste der Stärke zu unterlaufen, zu karikieren, sie lächerlich zu machen, sie also versuchen, durch eine Art Bildkommentar sozusagen der, ja, zu karikieren, also sie zu entkräften. Und ja, aber da etwa als ein Beispiel so Dschihad-Videos oder Bilder, also von radikalen IS-Kämpfern, und zeigen da so Gegenstrategien. Da hätten wir auch noch was vorbereitet in der Präsentation, dass man da mal so einen Eindruck bekommt, wie so ein Gegenbild dann aussieht. Genau hier, wo die jetzt sagen, auf die Untertassen gesetzt werden, die Kämpfer. Aber vorher sagen Sie selber was dazu. Der sogenannte Islamische Staat hatte 2015 eben unter anderem auch Bürgerinnen und Bürger aus Japan Geiseln genommen und hat versucht, über diese Geiselnahme Lösegeld zu erpressen. Und dann entstanden eben diese ja inzwischen doch sehr bekannten Gewaltvideos, wie also die Opfer quasi vor den Tätern knien mussten und sozusagen ihrer Exekution dann oder sozusagen ihrer Tötung durch die Täter dann auch zugeführt wurden. Und dann haben sozusagen Personen im Netz versucht, auf diese Gewaltbilder oder ich würde eben in dem Fall sagen, auf diese Hassbilder in der Weise zu reagieren, dass die Elemente dieser Bilder in neue Bilder übersetzt wurden, um ja letztlich diese Geste der ultimativen Stärke, der Lächerlichkeit preiszugeben und sie damit auch als letztlich ja schwache Geste kenntlich zu machen. Ich diskutiere aber auch im Buch, dass ich mich bei solchen Bildern nicht festlegen kann, denn letztlich werden ja durch solche Bilder auch, hier sehen wir zum Beispiel eine Täter-Opfer-Umkehr, also man versucht sozusagen die Opfern zu den Tätern zu machen und den eigentlichen Täter zum Opfer zu machen. Hier wird ja eigentlich doch auch nochmal sozusagen mit dem Leid der Opfer gearbeitet. Sie werden eigentlich auch Bestandteil einer Bildweiterverarbeitung. Und insofern bleibt für mich da uneindeutig, ob das wirklich effektive Konterbilder sind, die etwas entlarven oder etwas schwächen, oder ob hier nicht doch nochmal dem Opfer quasi eine zweite Gewalt angetan wird auf einer symbolischen und ästhetischen Ebene. Zumindest
war das sozusagen diese Unentschiedenheit, die ich in dem Buch versucht habe, deutlich zu machen. Eine andere Strategie, die Sie keine ansprechen, ist Counter-Memes, wie ich sie jetzt sozusagen dann nochmal am Ende bespreche, dann wirklich so einen Pool an Memes gibt, mit denen man eigentlich dann auch routiniert auf Hasspostings reagieren kann. Genau, und wo es eigentlich letztlich immer auch aber darum geht, das zu entkräften durch lächerlich machen und sagen, all diese Aggression, diese Ernsthaftigkeit auch rauszunehmen, indem man halt auch letztlich deutlich macht, wie schlampig, wie schlecht, wie billig, wie 0815-mäßig was gemacht ist. Und sagen, man entdeckt sagen, damit auch die Schwäche eines solchen Ausgangsbildes. Und das ist also eine beliebte Strategie. Eine andere Strategie, die Sie auch noch ansprechen, ist ja, dass man sagen, das, was man an Hass erfährt, auch nochmal eigens sichtbar macht und freistellt. Und sagen, sich der Sache dann aber sagen, gestalterisch, ästhetisch bemächtigt, indem man selber entscheidet, in welche Form man jetzt nochmal Hassparolen zum Beispiel präsentiert oder auftreten lässt. Also es ist wieder so eine Art der sich sagen, die eigene Persönlichkeit, die eigene Würde wieder zurückzuholen durch eigene ästhetische Gestaltung. Ja, also im Grunde genommen in der Hasskommunikation jetzt auch weniger eine Emotion zu sehen und auch weniger sozusagen eine Adressierung auf die eigene Person zu sehen, sondern gerade weil das ja zunächst mal in der Regel auf digitaler Ebene in den sozialen Netzwerken stattfindet, kann man ja durchaus sagen, naja, das trifft ja gar nicht so sehr meine Person, sondern vielleicht eher die Persona, also die Vorstellung, die andere sozusagen von mir haben. Und da gibt es durchaus auch Strategien, die ich auch beobachtet habe, die ich auch in dem Buch bespreche, die darauf zielen oder die sozusagen die Hasskommunikation, Hassbilder als Material sehen und beginnen sozusagen mit diesem Material gestalterisch zu arbeiten und es damit und damit auch den Hass im Grunde genommen zu verarbeiten. Und da werden natürlich auch wieder sozusagen alle popästhetischen und popkulturellen Muster aufgeboten. Und dann wird eigentlich auch wieder diese Geste der Stärke, der angenommenen Stärke, sozusagen in etwas Neues transferiert und entkräftet. Und das erscheint mir doch eine sehr wirksame, auch eine sozusagen auch als ein Signal von kommunikativer Souveränität, mit solchen Dingen quasi material gestalterisch umgehen zu können. Aber natürlich steht die auch nicht jeder und jedem zur Verfügung. Das muss man ja. Aber so wie Sie es auch nochmal beschreiben, wird ja auch nochmal deutlich, dass es hier wirklich auch um Formen von Schlagabtausch geht, Dinge, die ja auch sehr schnell aufeinander reagieren, was ja nochmal geschuldet ist, den Möglichkeiten auch jetzt der digitalen Medien. Die Schnelligkeit ist ein ganz wichtiges Element dabei. Man muss eigentlich sofort reagieren, um die Entkräftung auch herbeiführen zu können, um nicht durch eine zu späte Reaktion wieder etwas stark zu machen und hervorzuholen, was eigentlich schon über den Kommunikationsverlauf in Vergessenheit geraten. Genau. Ja. Ja, wir sind jetzt auch schon fast am Ende und haben noch zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage und einen Kommentar. Die eine Frage schließt nochmal an die Gegenbilder oder an die Reaktion auf Hassbilder, nämlich wie das ja natürlich in Zeiten geschah, die weit vor den sozialen Medien lagen, zum Beispiel, also die Kommentatorin spricht ja von den 30er Jahren. Hast du dafür ein Beispiel? Ja, tatsächlich sogar im Buch ein Beispiel, über das wir auch schon gesprochen haben, tatsächlich über diese jüdischen Zeitschriften und Magazine, in denen eigentlich versucht wurde, Gegenbilder zu etablieren gegenüber antisemitische, stereotypisierende Judenbilder. Und da gab es dann sozusagen Auseinandersetzungen mit solchen Formen und Formaten wie der Judennase oder dem sozusagen Judenblut. Wurden dann eben Versuche gestartet, durch eine nochmalige Überzeichnung der ohnehin schon veröffentlichten Stereotypisierungen, diese quasi offen zu legen und sich von ihnen zu emanzipieren, sich von ihnen frei zu machen, nicht sozusagen unter ihrem Druck stehen bleiben zu müssen. Vielen Dank. Und das Kommentar bezieht sich auf die Justi
Falsifiziabilität eigentlich dieser Bilder. Ich lese das mal kurz vor. Die Rechtswissenschaft tut sich schwer mit Bildern, notorisch schwer, nicht zuletzt, weil bei Bildern eine doppelte Übersetzungsleistung nötig ist. Allein der große Schutzbereich der Meinungsfreiheit macht ja schon sprachliche Äußerungen nur in krassen Ausnahmefällen justiziabel. Und jetzt kommt noch ein Zusatzkommentar. Auch die außerjuristische Wertung von Memes, etwa Pepe dem Frosch, durch das Southam Poverty Law Center hat ja geradezu eine weite visuelle Auseinandersetzung befeuert. Deswegen stellt sich für mich wirklich die Frage, welche Rolle das Recht hier spielen kann. Ja, so mein Vorschlag. Geht an dich. Ja, mein Vorschlag wäre eigentlich, sozusagen die Rechtswissenschaften oder das Recht noch in einen stärkeren Dialog auch mit Personen zu bringen, die sich mit solchen Bildformen beschäftigen. Denn die Bilder selbst sind in den allerseltensten Fällen justiziabel oder deren Urheberinnen und Urheber in den seltensten Fällen strafrechtlich zu verfolgen. Aber die Bilder stehen halt auch nie für sich, sondern sie gewinnen Bedeutung durch Einbettung in einen sprachlichen Kontext. Und dann wird schon die Frage erheblich, ob nicht durch bestimmte Sprach-Bild-Konstellationen, Text-Bild-Kombinationen sozusagen dieser Schutzbereich der Meinungsfreiheit überschritten wird und es in den Bereich der Volksverhetzung oder der Schmähkritik oder was auch immer geht. Und da muss man sich aber wirklich sehr genau und sehr fein solche quasi Konstellationen anschauen und sie natürlich dann auch bewerten. Ja, der Kommentator bedankt sich sehr herzlich für deine Einschätzung. Und es ist total schade, dass wir schon am Ende sind unseres kleinen Programms. Und ich danke dir sehr herzlich, Daniel, dass du mit uns gesprochen hast oder mit dir, Wolfgang, dass ihr zusammen gesprochen habt. Es war eine sehr anregende Diskussion aus meiner Sicht. Ich weise nochmal darauf hin, dass man Hassbilder von Daniel Hornhof überall kaufen kann, wo es Buchhandlungen gibt und natürlich auch online bei Klaus Wagenbach auf der Website. Und wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend und hoffe, wir sehen uns bald wieder, lesen uns alle gegenseitig und bis bald. Dankeschön. Ja, Ihnen auch, danke. Auch von mir einen ganz schönen Abend noch. Vielen Dank.